Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen. Es freut mich auch, dass ihr so zahlreich hier online erschienen seid. Ich hoffe, dass mein Internethalter, die die letzte Woche dabei waren, wissen, ich hatte ein kurzes technisches Blatt, aber ich gut gehen und ich bin guter Dinge. Das Thema heute, Social Media, vielleicht noch kurz zu mir. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Agnes Jaglatz. Ich bin Inhaberin der Marketingagentur Marketing Zirkus aus Tulln oder Marketing Circus. Wir haben hier eine kleine, feine Social-Media-Agentur mit mehreren Mitarbeiterinnen und dürfen hier coole Social-Media-Projekte für Kunden im In- und Ausland. Wir haben auch einige Schweizer Kunden umsetzen. Das heißt, das ist von der Content-Creation, von der Strategie bis hin zur Videoproduktion, bis hin zum Community-Management, Einprogrammierung von High-End-Werbeanzeigen. Das ist das, mit dem wir uns täglich beschäftigen. Der Andreas hat gesagt, ich darf im Hintergrund meine Tafel lassen. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich keinen lustigen Hintergrund hier habe, sondern hier wirklich real mache. Und das wird auch heute das Thema sein. Wir schauen uns an, was ist denn überhaupt Social Media? Was funktioniert denn gut? Wie können Social Media Strategien ausschauen? Und es gibt ganz viele Tipps und Tricks. Ich habe vor über 10 Jahren angefangen, mich mit Social Media zu beschäftigen, aus dem Grund, weil ich Kommunikation liebe. Das heißt, auch Social Media ist ein Dialogmedium. Es geht um Kommunikation. Es geht um wirklich den aktiven Austausch mit der Community und es geht um den Aufbau einer Community. Das ist das, was oft vergessen wird, ganz ehrlich. Also wenn wir Kunden neu übernehmen oder wenn Kunden zu uns kommen, dann sagen die meistens, ja, ich will mehr verkaufen und Selling, Selling, Selling. Aber das ist eigentlich nicht unser Antrieb von Social Media. Es geht darum, dass wir sehen, wie schaut der Christbaum vom Nachbarn am 24. Dezember aus? Wer hat vor kurzem ein Baby bekommen? Und wir fühlen uns ja fast schlecht, wenn wir da nicht drunter schreiben, auch von uns alles Gute. Also das ist prinzipiell unser Antrieb in Social Media. Es geht wirklich um Kommunikation. Das sind keine Websites, die quasi statisch dastehen, die uns Informationen geben, aber wo wir nicht zurückschreiben können, hey, das Bild ist super oder woher ist das Kleid, liebe Agnes? Ja? Also bitte nicht vergessen, was Social Media ist. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Botschaft, wenn nicht die wichtigste, dass User nicht auf Facebook sind, um deine Produkte zu kaufen. Ja, das ist so. Also da muss ich euch, liebe Werber, jetzt auch gleich mal enttäuschen. Es nervt uns. Werbung nervt uns ungemein auf Social Media. Und da könnt ihr mir alle beipflichten, wenn ich sage, ihr wollt ein YouTube-Video anschauen und dann baut sich auf einmal eine Werbung auf und dann steht da, in 5 Sekunden können Sie das Video anschauen und dann überspringen diese Werbung. Das nervt uns. Das heißt aber nicht, dass Werbung nicht funktioniert oder möglich ist. Das geht auf jeden Fall, wenn man weiß, wie es geht. Platt und plakativ geht es im Normalfall nicht. Die Grafik nehme ich immer mit eigentlich auf jeden Vortrag, weil die verdeutlicht, ich meine, ihr seid alle Werber, ihr wisst, wie online in Wirklichkeit funktioniert. Während ich diese Grafik in einer Minute erkläre, passiert Folgendes im Internet. Es sind über 18 Millionen Textnachrichten, die via WhatsApp versendet werden und Co. Es ist über 1 Million Facebook-Logins. Es sind fast 500.000 Personen, die derzeit auf Instagram in dieser Minute sich bewegen. Es werden fast 700.000 Stunden Netflix geschaut und so weiter. Das heißt, es passiert extrem viel. Es ist eine Medienflut, die uns umgibt und umso schwieriger ist es, da auch mitzupartizipieren. Je kleiner das Unternehmen, desto schwieriger ist es. Allerdings, wenn man weiß, wie es geht, oder was heißt, wie es geht, wäre lustig, wenn es so einfach wäre. Aber ich habe ein paar Beispiele mitgenommen. Das ist alles ein bisschen Corona-lastig. Übrigens, Corona hat uns, auch so wie die Lena erzählt hat vorher, uns eigentlich nicht getroffen. Im Gegenteil, also wir haben schon einige Projekte nicht abwickeln können, weil sie einfach nicht stattgefunden haben, wie Live-Berichterstattung von Events oder sowas, Facebook Live, Instagram Live. Aber wir haben in ganz kurzer Zeit extrem viele Anfragen viel kompensieren können, unter anderem auch durch dieses Video auf der linken Seite von mir. Ich habe relativ schnell ein Video online gestellt mit 40 Minuten Social Media Talk, kleinen Unternehmen zu helfen, sichtbarer zu werden. Und das haben, wie ihr unten seht, über 13 Personen gesehen. Wir haben das nicht beworben. Wir haben konkrete Anfragen alleine durch dieses Video bekommen, wo es einfach darum geht, bitte zeig mir doch jetzt, wie ich den Kontakt zu meinen Kunden nicht verliere. Auf der anderen Seite seht ihr ein Video von der Weinstraße Wagram. Also all jene, die sich auch mit Videos beschäftigen, vielleicht auch ein kleiner Tipp. Social Media Videos funktionieren ein bisschen anders normalerweise. Wir starten nicht mit einem langen Aufbau, auch diese Geschichte mit Storyline und Held und Problem und all diese Dinge, das ist tatsächlich auf Social Media immer wieder ein bisschen aus den Angeln gehoben, funktioniert oft gar nicht so, sondern wir starten mit einem Wow-Effekt
verraten die Lösungen gleich in den ersten 2 Sekunden, um einfach die Leute im Scrollen, im Wischen am Handy zu erwischen quasi. Das heißt, das muss man sich auch überlegen. Aber dieses Video von der Weinstraße Wagram haben wir gepostet und innerhalb von 24 Stunden hat das 11.000 Personen erreicht. Das war jetzt auch schon vor über einer Woche. Ich habe heute nochmal nachgesehen, mittlerweile waren es 24.000 Personen. Der Beitrag wurde unzählige Male geteilt. Das Video dauert 1 Minute und beschert uns derzeit sehr viele Buchungen, auch gerade wenn es um E-Bikes geht und all diese Dinge. Ja. Was ich noch mitgenommen habe, ist ein Kollege, Sebastian Prohaska. Ich glaube, den kennen auch einige von euch. Der hat in Corona-Zeiten angefangen, Live-Talks zu machen über Instagram. Also vorher hat es auch schon live gegeben. Ihr kennt sicher Facebook Live, Instagram Live, aber Corona hat das tatsächlich ein bisschen angekurbelt und der macht jetzt jede Woche einen Experten-Real Talk und das funktioniert sehr gut, hat ihm auch gleich seine Abonnentenzahl und natürlich in weiterer Folge auch Zugriff auf seine Webseite und konkrete Anfragen gebracht. Dann gibt es auch noch solche, das sind schöne Damen wie die Pamela Reif, die ist tatsächlich auch in Corona geschafft hat, über 4 Millionen User aufzubauen, indem sie jeden Tag kostenlos Fitnessvideos. Ich muss nur kurz bitte meine Mitarbeiterinnen im Raum leise zu sein, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Pamela Reif, 4 Millionen Abonnenten, die tatsächlich in Corona jeden Tag ein Video online gestellt hat. Kostenlos und das beschert ihr Millionen Zugriffe auf YouTube. Kann man sich fragen, ja, das ist eh nett, aber das bin ich halt nicht. Okay, aber die bekommt jetzt Millionen Werbeverträge von Nike und Co., hat sich auch in dieser Zeit selbst einfach mit Selbstmarketing hier hervorgetan. Und hier habe ich ein kleines Video mitgebracht, wo wir sehen, ich sehe gerade, das ist nicht von Anfang an gestartet, Kanuntum entdecken, Österreich entdecken, all das machen wir jetzt auch für unsere Kunden, indem wir wirklich Werbeanzeigen, hier sehen wir es gleich im Hochformat, auf Instagram einprogrammieren. Was funktioniert denn derzeit? Was sind die sogenannten Social-Media-Trends, die wir derzeit feststellen? Das, was wir feststellen, sind reale Inhalte. Also hier sehen wir eine der erfolgreichsten Bloggerinnen, Influencerinnen, Daria Daria. Das ist ihr Instagram-Feed und hier sehen wir schon kein Logo, kein Sujet, keine Störer. Das ist wirklich ein Real Talk. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich habe aber eine Marke, wie mache ich das dann? Dann ist das natürlich schon ein bisschen anders. Aber ich kann euch sagen, der reale Inhalt, realer Content funktioniert derzeit am besten. Was auch sehr gut funktioniert, ist noch immer Instagram. Also Instagram war ja die Lösung vor schon einigen, ich würde jetzt sagen Jahren sogar schon. Das war so ähnlich wie TikTok. Das hat angefangen, dass wir bemerkt haben, Unternehmen reagieren stärker derzeit auf Instagram. Es gibt jetzt mittlerweile kein Unternehmen, das wir betreuen, das nicht auch auf Instagram sichtbar wäre, wenn es zum Unternehmen und zur Strategie passt. Wir haben die meisten Zuwächse in Österreich, wir haben die meisten Zuwächse in Europa, was Instagram betrifft, von den Nutzerzahlen. Wir haben allerdings, und das deshalb habe ich vorher schon gerade gesagt, Zielgruppe. Es ist wichtig zu beachten, dass 70% aller Instagram-Nutzer Frauen sind. Und wenn das meine Zielgruppe ist, dann habe ich schon fast gewonnen dort. Das muss ich mir aber eben strategisch gut überlegen, da kommen wir auch noch dazu. Instagram wurde ein bisschen auch gerettet von den Instagram-Stories. Das habe ich hier auch aufgeschrieben. Hochformatige Stories und Geschichten, Bilder, Videos, die, und das ist das Spezielle, nur 24 Stunden online sind. Das ist so, WhatsApp-Status ist das, Instagram-Stories, Snapchat, all das. Das heißt, wirklich realer Content auch, meistens Video. Also übrigens 80% aller Inhalte auf Social Media bestehen heuer aus Videos. Also falls ihr noch keine Videos macht im Social-Media-Bereich, ist das definitiv ein großer Tipp an euch. Und Social-Media-Stories funktionieren derzeit am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch ein Trend, aber gar nicht mal so ein junger Podcast, hat es schon länger gegeben. Jetzt haben sie wieder ein Revival. Also es gibt keinen Podcast, den es nicht gibt. Vor kurzem war ein Kunde bei mir, der hat gesagt, ich bin Physiotherapeut, Agnes, komm, lass uns doch einen Physiotherapeuten-Podcast machen. Und ich habe gesagt, ja, den gibt es vielleicht noch nicht. Aber natürlich gibt es auch einen Physiotherapeuten-Podcast. Also Podcasts, Audiodateien, die auf Streaming-Plattformen wie Spotify, wie Apple Music und Co. liegen, wir erfreuen sich extremer Beliebtheit, ist eine Nische, es ist jetzt nicht für alle Zielgruppen geeignet, es ist auch nicht immer die richtige Zielgruppe dort, aber was ich dort machen kann mit Podcasts, sind tatsächlich meinen Expertenstatus sichern und ausbauen. Influencer, auch ihr habt sicher schon alle von Influencern gehört, Menschen, die uns einfach beeinflussen, Dinge zu tun,
Gerade auf Instagram sehen wir sehr, sehr viele Influencer. Das ist jetzt auch kein neues Phänomen, aber das Phänomen, das wir beobachten und mit dem wir eigentlich ganz gut leben können, sind die sogenannten Nano-Influencer. Das sind Influencer, die unter 10.000 Abonnenten haben, auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram, die wir schon für Werbung nutzen und die auch realen Inhalt, also gerade wenn man Marken betreut, auch realen Inhalt mit Marken machen können, die im Normalfall kostengünstig sind, bis sogar kostenlos und derzeit wirklich sehr gut funktionieren. Also Nano-Influencer, wirklich Influencer, die einfach kleiner sind. Videos habe ich gerade gesagt. Videos funktionieren anhand der Zugriffe, anhand auch der Erklärbarkeit von komplexen Inhalten sehr gut. Also ich kann wirklich Videos nutzen, um Aufmerksamkeit zu erreichen, schwierige Sachverhalte, schwierige Stories leicht in bewegtes Bild hier umzuwandeln. TikTok. Das war auch ein schönes Corona-Phänomen. Also wir beschäftigen uns schon länger mit TikTok, aber TikTok hat massive Zugriffe in den Apps erhalten in der Corona-Zeit. Die Leute waren zu Hause, wollten dann endlich wissen, okay, was ist jetzt mit TikTok los? Wie funktioniert das? Ich habe da ein Video mitgenommen und wenn ich Video sage, dann meine ich Video. TikTok ist eine reine Videoplattform. Auch hier keine animierten Logos, keine Störer, keine High-End-Videoproduktionen, wo irgendwas einfliegt. Also ganz ehrlich, so Videoproduktionen die wir damals auf Messen mit hatten früher, schöne Landschaften und all das, das funktioniert auf Social Media überhaupt nicht. Ich zeige euch jetzt ein TikTok-Video. Ich hoffe, ihr könnt den Ton hören, ansonsten hört ihr ihn nicht. Aber es ist eigentlich wichtig, weil TikTok ist Ton, also Musik und Video. Und hier sieht man einen jungen Burschen, Falco, der reale TikTok-Videos dreht. Ich habe euch das zweimal geloopt, damit ihr das in der Schnelligkeit, weil es dauert nur 15 Sekunden ein Loop, einfach begreifen könnt. Also alle, die jetzt Video produzieren, denken sich jetzt, okay, ich weiß nicht. Ich bin auch verwirrt immer wieder. Allerdings haben diese Videos Millionen Zugriffe. Das Problem an der Geschichte, unter Anführungszeichen Problem für uns Werber, ist, wie bringe ich denn da jetzt Werbung unter? Tatsächlich haben die wirklich massive Reichweiten, eine Anhängerschaft an einer Generation, die wir tatsächlich nicht sind. Oder vielleicht ist jemand von euch aktiv auf TikTok. Was wir nur stark merken, ist, dass Unternehmen sich dafür interessieren und wir uns adaptieren müssen, wie wir Unternehmen auf TikTok positionieren. Messenger-Dienste ist jetzt auch nicht so ein neuer Trend. Das heißt, Instagram, Direktnachrichten, WhatsApp, Facebook Messenger, all das, wo wir tatsächlich mit unserem Kunden direkt in den Austausch treten, beschäftigen uns in dem Sinne, als dass Kunden uns permanent kontaktieren können. Da muss ich auch ehrlich sagen, es trifft uns auch genauso, wenn wir Instagram-Direktnachrichten bekommen als Agentur an einem Sonntag, dann muss ich tatsächlich im Sinne der Servicierung mich darauf einstellen und das beantworten. Ja. Das ist schon etwas, wo wir auch am Anfang, noch vor einigen Jahren damit, wir haben zum Beispiel ein Lokal in Wien betreut, im ersten Bezirk und wir posten ein schönes Essensbild. 2 Minuten später um 14 Uhr kommt dann die Nachricht, habt ihr heute für 18 Uhr noch einen Tisch frei? Also da muss ich mich schon tatsächlich darauf einstellen, das muss ich adaptieren, sonst werde ich da, weil die Kunden, diese neue Generation, die schreibt kein E-Mail, die ruft uns auch nicht an und wenn die uns per direkter Nachricht nicht erreicht, dann geht die woanders hin. Bewertungen, wir alle wissen das, wir sind selber als Unternehmen gläsern, das heißt Google-Bewertungen und Co. Da ist mein Tipp an euch, beantwortet alle Bewertungen, die es gibt über euch. Also wenn jemand euch auf Google positiv bewertet hat, dann nehmt euch bitte die Zeit und schreibt zurück, dass ihr euch sehr freut und bedankt euch dafür auch für positive. Und das sage ich ausdrücklich, weil wir Österreicher, wenn wir eine 5-Sterne-Bewertung bekommen auf Google, dann lesen wir das, das freut uns auch. Aber in der Sekunde lehnen wir uns zurück und denken uns, ja, ich habe eh gewusst, dass wir so super sind. Ja, und geht schon wieder weiter. Das sollte eigentlich nicht sein, sondern nehmt euch die Zeit, beantwortet auch wirklich positive, aber natürlich auch negative Bewertungen, damit das auch für die anderen, die das lesen, nachvollziehbar ist und sich im besten Fall die Kunden
Konsumenten denken, okay, die haben jetzt eine schlechte Bewertung, aber die sind, glaube ich, eh ganz nett. Online-Shopping, wisst ihr auch alle, begleitet uns täglich, dass das bei Online-Shopping im Social-Media-Bereich wichtig ist, ist, ich sehe ein Produkt auf Instagram beispielsweise, ich drücke da drauf und ich muss es schaffen, von diesem ersten Sichtkontakt bis zu, ich bin im Webshop, ich gebe meine Zahlungsdaten ein, bis ich bin ausgecheckt, diese Zeitraum so kurz wie möglich und so reibungslos wie möglich funktioniert. Da gibt es zum Beispiel den Markus, der jetzt ja auch zuhört. Das ist euer Job an alle IT-Menschen, Webseitenprogrammierer, Online-Shop-Aufsetzer. Ihr müsst einfach gewährleisten, dass ich extrem schnell kaufe, die Zahlung gut funktioniert, die Internetleitung stabil ist, die Server alle funktionieren, so dass Frauen im Normalfall, die ja tatsächlich die mehr Online-Shopperinnen sind, auch schnell im Checkout sind und aus dem Warenkorb draußen, damit sie dann schnell kaufen und nicht dazwischen überlegen und das Gewissen einbricht. Tatsächlich, das sind Studien. Ja. Business-Netzwerke, LinkedIn, da kann ich eigentlich tatsächlich nur LinkedIn nennen, weil ich bin persönlich kein Xing-Fan mehr. Wir betreuen auch keine Kunden mehr auf Xing, sondern nur auf LinkedIn. Das heißt, sich auszutauschen auf Business-Netzwerken, wenn ich B2B mache, ist extrem sinnvoll. Auch Werbeanzeigen funktionieren auf LinkedIn gut. Wir betreuen zum Beispiel Golfparks in der Schweiz und Golfparks und Schweiz geht sich gut aus, wenn man das auf LinkedIn bewirbt. Da haben wir extrem gute Zugriffsraten. Das ist allerdings das, was uns im Social-Media-Bereich tagtäglich beschäftigt. Früher war das so, du hast irgendwas auf Facebook gepostet, hast irgendwie das Gefühl gehabt, die ganze Welt kann das sehen und auf einmal ist das nicht mehr so. Das ist tatsächlich so, wenn man erfolgreich sein will auf Social Media, dann braucht man ein Media-Budget. Wie viel das ist, das können wir uns auch vielleicht in Einzelgesprächen noch unterhalten. Tatsächlich ist es schon so, dass wir natürlich gemerkt haben, ich komme ja aus der klassischen Werbung, aus dem klassischen Marketing, dass diese ganzen Online-Budgets tatsächlich umgeschichtet werden. Früher hat man was für Facebook reserviert, dann hat man irgendwann viel mehr für Facebook reserviert. Jetzt reserviert man nicht nur für Facebook, reserviert man vielleicht sogar schon ein bisschen mehr für Instagram. Und so geht das weiter. Das heißt, um erfolgreich zu sein, um mehr Aufrufe, mehr Klicks auf die Website zu haben und Co. brauche ich ein Media-Budget. Das ist das, was ich euch definitiv auch mitgeben kann. Wir betreuen keinen Kunden, der kein separates Media-Budget hat, weil die Enttäuschung einfach zu groß ist und viral wenig geht. Aber der Grund, warum ihr Social Media machen solltet, ist einfach, ihr bekommt Aufmerksamkeit. Also gerade für kleinere Unternehmen tatsächlich, ich kenne keine andere Möglichkeit, sichtbar zu sein. Ich würde sie gerne wissen, ich würde sie euch weiter sagen, wenn ich sie kennen würde. Ich glaube, es gibt keine. Das heißt, wenn ihr ein kleineres Unternehmen habt, selber eins seid oder eins betreut, ist Social Media immer ein guter Weg, sichtbarer zu sein. Der massive Vorteil, und wie gesagt, ich komme aus dem klassischen Marketing, ich komme aus Presseaussendungen schreiben, 16 Bogenplakate in Wien plakatieren. Das, was mir immer ein bisschen gefehlt hat, war, okay, was bringt das jetzt wirklich? Bei Social Media können wir alles messen. Das heißt, wir sehen, ist das Bild gut, ist der Text gut, war das Video besser, haben mehr Frauen reagiert, haben mehr Männer reagiert. Ich kann targeten ohne Ende. Das heißt, ich kann einfach sagen, wir haben eine Kampagne vor kurzem gemacht im Frühjahr. Wir haben alle Menschen, die in Gartencentern Frühlingsblumen gekauft haben, getargetet. Und wenn die nach Hause gekommen sind, haben die bekommen eine Werbeanzeige. Du hast doch jetzt deine Frühlingsblumen gekauft, bestell doch jetzt deinen Biodünger online dazu. Also das ist alles möglich und messbar mit Social Media und deshalb liebe ich das eigentlich. Also wir haben einfach schwarz auf weiß, was funktioniert und was funktioniert nicht. Es ist noch dazu die kostengünstigste Werbeform. Der Vorteil ist auch, dass ich tatsächlich Feedback einholen kann. Und das ist tatsächlich schon für Unternehmen ein bisschen abschreckend, weil die wollen das oft gar nicht. Aber das ist der Grund, warum man tatsächlich ja Social Media betreiben sollte, um wirklich mit dem Kunden in Austausch zu treten, direktes Feedback einzuholen. Ich kann neue Produkte testen, ohne dass ich sie überhaupt gelauncht habe. Also das ist schon der Vorteil. Ja. Ich kann mich als Experte präsentieren und das würde ich auf jeden Fall jedem Unternehmer empfehlen. In seinem Bereich ist jeder Experte. Das einfach in Form, was auch immer, eines Blogs, eines Podcasts, Social-Media-Tipps geben und Co. wird einfach auf meinen Expertenstatus einzahlen und schafft euch natürlich Glaubwürdigkeit. Ja. Warum wir auch Social-Media lieben, ist, weil wir einfach Zugriffe auf Webseiten erhöhen können. Und natürlich liebt auch Google Social-Media. Also das heißt mal, ein Instagram-Beitrag von euch kann natürlich auch auf Google gefunden werden. Das ist mal so in aller Kürze, was so sich Aktuelles tut.
Ich habe noch kurze ultimative Tipps mitgenommen, die ich noch ganz kurz durch, weil zeittechnisch, wir haben ja keine Zeit. Wichtig ist, wenn ihr erfolgreich sein wollt, braucht ihr eine Social Media Strategie. Da habe ich euch auch noch kurz dann was mitgenommen. Ihr solltet euch Zeit für die Community nehmen, das heißt wirklich Nachrichten beantworten, andere Beiträge kommentieren und Co-Interaktion ist so wichtig wie noch nie. Nicht spammen, also permanent zu sagen, heute minus 10% und morgen gibt es auch noch was dazu und heute kriegst du was gratis und solche Dinge. Das ist unsympathisch und Werbung mag eben niemand. Also permanent zu spammen geht gar nicht. Wir reden da von der 80-20-Regel. Das heißt, 80% sozialen Inhalt, 20% dürft ihr verkaufen. Beständig und authentisch sein. Wenn ich euch jetzt angefixt habe und ich sage, seht, die Agnes hat gesagt, ich muss auf Instagram und ihr seid jetzt auf Instagram, dann müsst ihr euch damit beschäftigen, dann müsst ihr beständig sein, dann müsst ihr authentisch sein und dranbleiben und permanent Inhalte produzieren. Das Allerwichtigste ist aber, wie überall, weil ich meine, wir sind ja Werber, über den Nutzen zu sprechen, auch auf Social Media. Und im Normalfall ist das nicht ein Foto mit schönen Start in die Woche. Das ist vielleicht auch ein Nutzen, aber ein kleiner. Das heißt, ihr müsst erklären, ihr müsst informieren. Persönliche Einblicke, also wir lieben einfach persönliche Einblicke. Ja. Wir sind alle Voyeure in uns drinnen, das heißt, das treibt uns an und das taugt uns auch auf Social Media. Aber was passiert denn, wenn der Kunde euch super findet, ist, dass er sich mit euch emotional verbindet und es wird einfach die Kundenbindung steigern und natürlich im besten Fall Kaufentscheidungen unterstützen. Guter Inhalt ist ein guter Tipp, gell, ich weiß, aber guter Inhalt ist tatsächlich wichtig. Wie guter Inhalt ausschaut, das können wir in weiteren Sessions besprechen. Ja. Prinzipiell kurzer Text, gutes Medium dazu, in meinen Call-to-Action-Button, all diese Geschichten. Schnell und relevant, ja, auch ein guter Tipp. Das heißt, wenn es ein aktuelles Thema gibt, zu dem ihr was sagen könnt, kann ich euch das auch auf jeden Fall empfehlen. Zuerst denken, dann handeln. Den Tipp habe ich immer mit, weil wir tatsächlich schon erleben, dass auch Unternehmer oft im Affekt auf Kommentare, auf Bewertungen gar nicht so positiv reagieren. Da ist mein Tipp wirklich, setzt euch hin, atmet durch. Und dann in aller Ruhe alles beantworten. Gemeinsam statt einsam. Es freut mich ja, dass 26 Leute hier mir zuhören. Das heißt, es geht um Vernetzung, auch im Social-Media-Bereich. Es geht darum, Leute zu markieren, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, Business-Netzwerke zu nutzen und Co. kann einem im Social-Media-Bereich extrem viel bringen. Ich bin auch schon eher gegen Ende, weil ich vielleicht denke, ihr habt noch Fragen, aber das ist das, was ich immer mitnehme in jedem Vortrag. Das ist das OPSM-Konzept, das haben wir entwickelt und danach entwickeln wir und erarbeiten wir Strategien. Das heißt, wir legen im ersten Schritt Ziele fest, Social-Media-Ziele, ganz greifbar, ganz konkret, was soll bis Jahresende passieren, um einfach wirklich auch Enttäuschungen beim Kunden zu vermeiden, der sagt, okay, ich habe auch gedacht, wir machen das. Okay, dann müssen wir das vorher festlegen und definieren. Zielgruppendefinition ist wie überall einfach extrem wichtig, einfach um auch zu wissen, wenn meine Zielgruppe Männer ab 56 sind, die Unternehmer sind, dann brauche ich mich nicht auf Instagram herumtummeln. Ja, also deshalb Zielgruppenanalyse, Definition extrem wichtig. In der dritten Phase im Strategiebereich legen wir fest, welche Kanäle kommen in Frage, wie schaut das perfekte Posting aus, aber ich zeige es euch einfach kurz. Branding, Ziele, das müsst ihr definieren. Je konkreter ihr das macht, aber gerade im Marketingbereich, Branding, vom Social Engagement bis zur Social PR, Employer Branding, übrigens ein extrem wichtiger Punkt, Employer Branding auf Social Media, kann tatsächlich Unternehmen einen massiven Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn man Social Media tatsächlich gut für Employer Branding nutzt. Ja? Also Ziele festlegen. Zielgruppen, und bei Zielgruppen ist das Spannende. Ich muss mich da komplett rauslassen. Und das ist das, was das Problem häufig an Social Media ist, weil jeder hat ja irgendwas zu sagen und jeder weiß ja zu jedem Thema irgendwas. Ja. Und immer, wenn ich Vorträge halte, dann gibt es mindestens einen, der sagt, ja, du hast jetzt gesagt, aber ich mache das auch gar nicht. Ich sage, ja, nur weil du vielleicht nicht online shoppst, heißt das nicht, dass das 80% in deiner Zielgruppe tun. Ja. Das heißt wirklich auch diesen Wunsch, Kunden, diese Wunschzielgruppe zu definieren. Und gerade im strategischen Bereich ist wirklich wichtig, auszuwählen, welche Kanäle sinnvoll sind. Es sind nicht alle Social-Media-Kanäle sinnvoll und es ist auch okay, wenn man nach einer gewissen Zeit sagt, ich beende den einen wieder. Also bei uns wird das vielleicht absehbar irgendwann Facebook sein, weil Instagram einfach für uns mehr bringt. Aber gerade diese Inhaltsgeschichte, da merke ich, gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Wir arbeiten da mit sogenannten Content-Matrixen. Das heißt, wir legen wirklich
über Begriffe, über Themen fest, die wir kontinuierlich spielen. Das heißt, es kann natürlich schon eine Strategie sein, zu sagen, ich poste jeden Tag einen Expertentipp und ich mache nur das. Auch das könnte eine gute Strategie sein. Prinzipiell ist es aber so, je bunter und durchmischter der Content ist, desto besser funktioniert er. Das heißt, ich muss schauen, dass ich ausgewogen Videos, Einblicke hinter die Kulissen, also wenn Kunden zu uns kommen und sagen, Einblicke hinter die Kulissen geht bei uns gar nicht, dann wird das schwierig, muss ich ehrlich sagen. Weil ihr habt gerade gesehen, welche Videos auf TikTok und Co. da hochkommen, wie realer Content auf Instagram funktioniert. Das wird schwierig. Und wir alle wissen das ja. Wenn wir ein Foto posten, wo irgendwie zwei Menschen drauf sind, die nett in die Kamera lächeln oder ein tatsächlich mittlerweile high-end animiertes Sujet, wird das Sujet leider verlieren. Das ist so. Kernkompetenzen, das ist auch das. Wir vergessen das oft zu sagen, was machen wir denn eigentlich? Was ist unsere Dienstleistung, was bieten wir an und Co. Bis hin zur Community, das heißt regelmäßig Umfragen an die Community machen, regelmäßig Bilder aus der Community teilen, User-Generated Content generieren, bis hin zu was auch immer, Gewinnspielen und Co. Ja, also wirklich diese Content-Matrix bildet schon die Basis einer ausgewogenen Content-Inhaltserstellung. Ja. Ich habe es jetzt euch mitgenommen, wie denn so ein perfektes Posting mitnimmt. Könnt ihr es euch nachher auch noch durchlesen. Ihr kriegt die Folien auch gern von mir. Kurzer Text, es ist ein Medium dabei, es sind Hashtags dabei, allerdings nur auf Instagram. Da kann ich euch noch ganz kurz sagen, tatsächlich werden jetzt auch Hashtags auf Facebook erstmalig ausgerollt. Das Rollout war gestern. Bis jetzt hatten wir keine Hashtags beachtet auf Facebook. Das wird uns jetzt auch ein bisschen noch beschäftigen. Bis hin zu Bitly-Links und Co. Und das sieht man ja eh schon. Zwar ein schönes Foto aus der Buchhandlung aus Wieselburg, aber kein Text dazu, wenig Engagement im Bereich. Und auf der anderen Seite Emojis im Text, mehrere Bilder, aber schon real fotografiert, haben wir gleich mal ohne Bewerbung 10.000 Personen erreicht. Im Bereich Management kann ich euch nur sagen, dass ihr euch wirklich überlegen müsst, wie viel Werbebudget habe ich für die Social-Media-Kanäle zur Verfügung und wie viel Zeit kann ich und muss ich investieren. Ja, dieses Ressourcenproblem ist tatsächlich schon immer allgegenwärtig. Ja. Und nur kurz, damit ihr es gehört habt, ja, es gibt Shitstorms und Krisen auf Social Media, aber keine, die man nicht lösen könnten. Ihr könnt folgende Strategie machen. Ihr ruft mich an am Samstag um 21 Uhr, weil da entstehen durchschnittlich Shitstorms. Und sagt Agnes, ich glaube, es brennt gerade, dann helfe ich euch. Oder ihr legt euch einen Fahrplan fest, was zu tun ist, wenn es denn brennt. Also das gibt es bei jedem Kunden von uns. Das heißt, es gibt immer eine Notfallnummer. Die sind dann panisch, wenn ich einmal am Sonntag anrufe und ihnen sage, es ist gerade nicht so lustig, aber wenn man sich eine Strategie oder einen Fahrplan überlegt, dann kann man tatsächlich die meisten Shitstorms schon im Keim ersticken. Ja. Geht einfach tatsächlich nur um verfrühte oder frühzeitige Kommunikation. Selbst wenn ich noch keine Infos habe, wenn es nichts zu berichten gibt, muss sich der Geschäftsführer hinstellen und sagen, es tut uns leid, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine aktuellen Informationen, wir halten euch am Laufenden, bitte bleibt dran und so. Ja, das ist immer schon besser, das am Samstag um 22 Uhr zu tun, als am Dienstag zu sagen, es war gar nicht so schlimm. Ja.